Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Und dann schauen wir mal. Es kommt ein Einsatz rein. Guck mal doch mal, was für ein Einsatz reinkommt. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 1, Lippenstraße. In der Lippenstraße? Okay. Ja, gut. Ja, sind wir unterwegs in die Lippenstraße. Da ist die Lippe. Ja, die Lippe. Die Lippe in der Lippenstraße. So, okay, Tor ist schon offen. Dann gleich mal einsteigen. Okay. So. Die Feuerwehr ist da, jawohl. Traritrara. Bin mal gespannt, was das für ein Einsatz ist, wie es entwickelt. Also, Kleinflächenbrand, Bushaltestelle. Ich hoffe mal nicht hier. Ja. Es schaut aus, als wenn es ein bisschen weiter draußen wäre. Ja, jetzt gibt er aber Gas, der Kollege. Hier? Ah, oha. Ja. So. Okay, wir haben den Einsatz erreicht. Wir machen jetzt als erstes mal eine Ortsbegehung. Gucken wir einfach mal. Oh ja. Ja. So. Okay. Na? So. Ja, super. Ortsbegehung, ja gut. So, ich habe lange gebraucht, um herzukommen, weil ich dachte, die Feuer behält sich. Okay, ja gut. Ja, okay. Wunderbar. Da haben sie uns gerufen. Ja. Natürlich habe ich angerufen. Es war eine kleine Reichweite. Das ist schon ein richtiges Feuer. Ja. Okay. So. Gut. Und so, Alter, jetzt red nicht. Gute Frau, red nicht. Ich habe keine Zeit. Ja, passt schon. Hallo, da brennt's. Hallo, da... Oh Gott. Ja. Ja, okay. Nein. Oh Gott, wir haben jetzt echt keine Zeit, nicht? Wir machen Folgendes. Wir alarmieren nach als LF. Und so, jetzt gehen wir, ja, Brandbekämpfung. Das heißt, wir machen einen Löschwassereingang. Das LF 24, so, ist alarmiert, die Leute steigen ein. Okay, gut, wir müssen natürlich wieder zu unserer Fahrzeug zurück. So. Ei.
Ja, die brauchen vielleicht schon lang. Also, er steht nur rum und macht gar nichts. So, dann machen wir einen Löschmonitor. Oh Gott. Der muss die Aufgabe abschließen. Hier könnte Wasser herkommen. Okay, wunderbar. Hier könnte. So. Okay, wir müssen das jetzt so machen. So, dann tun die mal gleich mal absitzen. Machen die auch einen Löschwassereingang? Das ist ja richtig, ja, wie soll man sagen? Ein richtig, ja, doch wirklich ein richtiger Flächenbrand. Passt mal auf. Auf Folgendes. Okay. Ja, hier brennt wirklich alles. Aber ich muss jetzt, zu viel Zeit muss es sein. Ja. Einmal ein Fotoshooting. Nee. Okay, gut. Haben die jetzt eine Leitung gelegt? Was machen die denn jetzt? Löschwassereingang. Oh, super. Ja, dann mach mal Lösch. Ich baue das Standrohr auf. Ja, mach. Wo ist es denn? Wo ist das Standrohr? Jetzt muss ich diese Ansicht machen. Ich sehe das Standrohr nicht. Wo ist denn das in dem Fahrzeug hier? Na super. Es brennt alles. Standrohr. Ich finde das Standrohr nicht. Hä? Hier ist es. So. Okay, jetzt. Öffnen wir mal. Das legen wir hier mal ab. Was soll ich denn jetzt machen? Passiert irgendwie nichts, gell? Lösch. Wir machen jetzt mal eine. Ja. Dann verbinden. Okay. Das ist bestimmt Ende.
Wenn ich jetzt keine Verbindung nicht es ist doch gar keine Verbindung da, das check ich jetzt nicht ganz. Warte mal einen Moment. Das bekommen wir schon hin, Eon. Passt auf, passt auf. Warum kann ich das jetzt hier? Sammelstück, es ist. Was ist denn der Anschluss? Hä? Er kann das gar nicht bedienen, warum kann er jetzt? Ein bisschen weiter runter. Ja, jetzt müssen wir hier das mit der Löschkanone machen. Rüber ein bisschen. Ja, langsam da ein bisschen runter. Ja gut, dass wir so einen Löschmonitor dabei haben, also eine Löschkanone. Runter. Ja, kriegen wir schön unter Kontrolle. Also das Busfahrhäuschen, Bushaltestellenhäuschen, das ist wirklich finito caputo. Also das kriegen wir auch nicht mehr hin, ja. Also das ist, das muss jemand dann aufbauen. Ein Tracker, Schreiner. Das ist definitiv abgebrannt. Hat aber vielleicht auch einen Vorteil, wenn man es abtrocknet, es gibt Holzkohle. Ja. Ja, wenn jemand grillen möchte oder was, ja gut, jetzt im Winter ist das schlecht, aber wenn jemand grillen möchte, ja gerne, ich habe hier einen Steher, Holzkohle abzugeben. Ja. Ah, da oben, da oben, da oben ist noch was. Seht ihr das da hinten? Jawohl. Aha. Ja, super. Jetzt bekommen wir es richtig schön unter Griff. Also. Wunderbar. Ja. Okay. Wie kann ich das Ding jetzt ausschalten? Gar nicht. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir mal nach Glutnestern. Schauen wir mal. Ja,
Der guckt jetzt nach, das übernehmen wir, Moment. Ja, hier, oh, da sind noch Glutnester. Hier. Also hier ist nichts mehr, aber hier, oha. Glutnest vorhanden. Ja. Ja, das ist doch ein bisschen mehr noch. Ja. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann übernehmen wir mal. Machen wir mal. Ihn hier. Ja, dann muss ich hier drauf. Wobei, jetzt machen wir anders. Wir nehmen ihn hier. Öffnen wir mal. Eine Gabel. Eine Heugabel. Die machen wir doch mit der Heugabel, ne? Mag jetzt irgendwie nicht. Ja, dann. Dann machen wir es anders. Dann, Ah ja, er schnappt sich die Gabel jetzt. Ah, okay. Weil der sagt, ich bin der Gabelmann, ja. Und nur ich gabelt hier gabelt. Ja, genau. Dann kann er nachlöschen. Da. Okay, das dürfen wir mal haben. Passt perfekt, halt, er sagt, ich soll da nochmal hin. Ja, was jetzt hier? Okay. Ja, dann schauen wir mal nochmal, welche Glutnestern. Das sieht gut aus. Er macht aber nochmal Nachlöscharbeiten. Er da oben, der nimmt es ganz genau. Ja, okay, ich denke mal, ja, es passt alles. Also sieht jetzt nicht so aus. Schauen wir mal nochmal. Checken wir mal hier nochmal genau. Nö. Es ist alles abgelöscht. Wunderbar, super. Na, passt. Dann denke ich mal, können die Leute alle zusammenpacken. Ja. Räumen wir das mal auf hier. So. Wunderbar. Ja, dann denke ich, haben wir ihn hinbekommen, den Einsatz. Okay, der richtet die Löschkanone wieder in die Ausgangsposition. Wunderbar. War Gott sei Dank eine kleine Fläche, aber jetzt stellt euch mal vor, das wird hier übergreifen im Wald. Oh, das ist natürlich dann nicht mehr schön.
Jetzt, wenn die alle zusammengepackt haben, dann lassen wir sie abrücken, oder? Tja. Wunderbar. Aber ich muss hier rein. So. Irgendwie können die jetzt nicht. Irgendwas stimmt da mal wieder nicht. Moment, jetzt. Da, schließen. Machen wir hier mal das Fahrzeug auch. Klar, Schiff. So, schließen. Hier runter. Nein, 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 du sollst doch nicht da hochgehen. Ach, nee, oder? Runter mit dir. Jetzt erschließen. Wunderbar. Ich guck mir mal nochmal die Pumpe an, dass die ja wirklich aus ist. Ja, okay. So, dann. Gut, passt, dann wirklich abrücken. Wunderbar. Ja. Ich mag kein Fahrer sein. Nein. Naja, okay. Ja, gut. So, dann würde ich sagen, ja. Danke fürs Zuschauen. Und dann bin ich mal wieder draußen. Ja, ich fahre dann mal in die Wache. Ich um Feuerwehrfahrzeug fahren. Oh mein Gott. Katastrophe. Naja gut, aber ich bekomm's hin. In diesem Sinne, ich bin draußen. Gehabt euch wohl und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.